Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Skat-Analyse, und zwar auf vielfältigen Wunsch werde ich jetzt doch einmal die Rätselpartien, die interaktiv spielbaren Skat-Rätsel aus der Skat-App einmal hier analysieren. Wo kommen sie her? Was hat es damit auf sich? Sind die etwa alle nur konstruiert? Das sind auch so ein paar Verdachtsmomente, die schon geäußert wurden. Ich finde es natürlich klasse, dass ihr da dran rumknobelt, dass ihr auch auf Facebook und in anderen Kanälen darüber diskutiert. Tut das bitte weiter und seid von mir aus wenigstens nur so viel versichert. Es sind hier nicht irgendwelche konstruierten Partien. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich auch, solche Verteilungen und Rätsel, die kannst du dir ganz schwer so am Reißbrett ausdenken. Es wird fast immer real gespielt worden sein, so eine Partie, so eine Verteilung. Mag sein, dass im richtigen Verlauf der Lösungsweg natürlich nicht gefunden wurde, oder das ist sehr häufig sogar der Fall gewesen sein wird, aber hinterher hat sich irgendjemand Gedanken gemacht und gedacht, Mensch, so oder so hätte da was funktionieren können. So viel also vorweg. Ich möchte euch auf jeden Fall empfehlen, probiert erst die Rätsel selber auszulösen. Wenn ihr nicht weiterkommt, wenn ihr hundertprozentig verzweifelt seid, oder auch wenn ihr es jetzt gelöst habt und noch ein paar Hintergrundinformationen haben wollt, dann könnt ihr euch das Video anschauen, aber nicht erst das Video und dann das Rätsel. Das funktioniert nicht. Ich packe euch unten nochmal den Link rein, da könnt ihr euch kostenlos die App auf euer mobiles Gerät holen und dann erstmal dort einmal ausprobieren. So, ohne noch länger um den heißen Brei rumzureden, starten wir doch jetzt mal in die erste Rätselpartie. Geht ein Monstergang den Bach runter? Wenn so ein Rätsel startet, dann bekommt ihr erstmal ganz normal eine Verteilung, eine Kartenhand und dazu den entsprechenden Text. In dem Fall also sitzt ihr in Mittelhand, spielt hier einen schlanken Herzansatz, ist ja wirklich nur ein Ansatz, den ihr aber immerhin noch mal bis 20 reizt. Vorhand wird jetzt hier auch noch die 18 halten, dann aber passen, und Hinterhand bekommt jetzt für 22 das Spiel und tauft Grang. Dann geht das Rätsel los, die Karte von Vorhand geht auf, er spielt das Herz Ass aus, und da kommt euer Auftrag. Trotz Ausspiel von Herz Ass verliert der Alleinspieler, ohne sich wehren zu können. Du führst beide Gegenspieler, schlage das Spiel. Also wenn ihr bei Rätseln in der Rolle der Gegenpartei seid, dann habt ihr den Vorteil, dass ihr schon beide Kartenhände sehen könnt und entsprechend auch die Karten des Alleinspielers leicht ausrechnen könnt. Andererseits müsst ihr natürlich auch alle Züge für beide Spielerhände perfekt spielen, nur dann könnt ihr das Rätsel lösen. So, dann schauen wir doch mal, was der Alleinspieler denn wohl in der Hand hat. Ganz offenbar hat er drei Buben, Kreuz, Herz, Karo, Bube, und viermal Kreuz von oben, also schon mal sieben starke Karten in der Hand. Dann hat er noch zwei Karo Luschen, die er hier in dem Fall gedrückt hat, und Pik 8, 9 König in der Hand. So, dass er hier die beiden Karo Luschen gedrückt hat, das wurde übrigens auch schon diskutiert, kritisiert, dass das dusselig gedrückt wäre. Er müsste doch den König runterdrücken, Pik König, dann könnte er bei der vorliegenden Verteilung nicht verlieren. Ja, habt ihr einen Punkt, allerdings kann er dann womöglich gegen andere Verteilungen verlieren. Man stellt sich hier nur mal vor, Karo König und 10 wäre vertauscht, oder Karo Ass und der König wäre vertauscht. Dann muss er auf Karo Ausspiel noch bedienen, und danach kommt zweimal Pik mit Schmierung, Schmierung und danach noch Überstich. Also es gibt sicher auch Konstellationen, wo das gar nicht so dusselig ist, jetzt Karo frei zu sein. Darüber hinaus sitzt er in Hinterhand und kann ja auch mit einem Pik König zu dritt auch leicht mal Schneider spielen. Also an die Niederlage denkt der Alleinspieler womöglich gar nicht vorrangig. Das Spiel ist ja schon stark. Deswegen, also die Drückung, man kann drüber sprechen, aber ganz abwegig finde ich sie nicht. Was ist jetzt der Clou mit dem Herz Ass? Was hat es da mit auf sich? Nun, wenn Vorhand eben nicht das Herz Ass spielt, sondern eine Kreuz Lusche oder den Pik Buben oder sogar Karo Dame, dann wird der Alleinspieler relativ offensichtlich verlieren, ohne dass es für die Gegenspieler besonders schwierig ist. Bei Karo Dame zum Beispiel, Karo Dame König, ja, wenn er sticht, dann gibt er noch in Pik die 28 Augen ab, Ass 10 König Dame, und der andere Spieler hier hat drei volle zum Laden mit zwei Assen, also 28 und 32. Das sind die berühmten 60 Augen, genauso wenn er eben Kreuz 7, 8, 9 oder den Pik Buben ausspielt. Kleine interessante Zwischenanekdote: Als das Rätsel auch mal im Skatfreund abgedruckt wurde, hat gleich einer der Skat-Profis, Lothar Steffens, sehr guter Spieler, inzwischen leider verstorben, der natürlich diese Mathematik auch aus dem FF beherrscht, direkt beim Thomas angerufen und gesagt, was erzählst du denn, in deinem Rätsel ist ein Fehler drin. Nach Herz Ass geht's doch nicht mehr, da können sie nur noch 59 kriegen.
weil eben diese Mathematik 28 in Pik plus 32 Ass, Ass und 10 dann nicht mehr aufgeht, wo das Herz Ass schon aus dem Spiel ist. Genau das ist aber ja hier der Clou des Rätsels. Also bei einem beliebigen anderen Ausspiel wird die Partie einfach nicht wirklich knifflig, da wird zwar das Spiel verloren, aber da ist nichts dran zu rätseln. Mit dem Herz Ass wird es jetzt interessant. Mittelhand muss jetzt ja erstmal eine Karte drauflegen und wir können das ja einfach hier mal ausprobieren. Nur mal angenommen, er legt jetzt hier eine Herz-Lusche. Dann wird der Alleinspieler einfach die Pik-Lusche abschmeißen und jetzt ist das Spiel schon nicht mehr zu verlieren, denn es liegen erst 11 Augen. Er gibt jetzt noch ab Pik-Lusche-König mit Ass und 10, 25 und 21 Ladungen. 46 plus die 11 sind also nur genau 57, das heißt, so kommen wir schon mal nicht ins Geschäft, das brauchen wir auch nicht weiter ausprobieren. Ich nehme einfach mal hier den Zug zurück. Wir müssen also hier jetzt schon im ersten Stich eine gute Entscheidung treffen und ein Bild legen. So, und wenn wir eben auf 57 gekommen sind, dann langt es ja jetzt auf jeden Fall, die Herz-Dame zu legen. Das ist genug Futter, genug Fleisch, was wir dem Alleinspieler hier anbieten. Damit ist er auf jeden Fall gut beraten zu stechen, beziehungsweise kleine weitere Randbemerkung. Der Alleinspieler könnte jetzt hier genauso gut Pik-Lusche, Pik-Lusche, Pik-König, beide roten Buben und auch den Kreuzbuben nehmen. Alle sechs Karten führen bei offenen, bekannten Karten und optimalen Spielweise auf 60 Augen. Wenn er mit dem Kreuzbuben sticht, kann er danach wenigstens die Kreuzen abziehen und den anderen Spieler in den Pik-Buben wieder einspielen. Das ist aber dann natürlich wirklich ein sehr konstruierter Verlauf. Also ich denke ganz normal, dass er jetzt die 14 Augen hier erstmal sticht. Wenn er sie übrigens nicht sticht, diesmal abschmeißt, dann kommt nach einem Schub mit dem Pik-Buben oder in seine Kreuzflotte natürlich noch die 25 in Pik plus 21 dazu, genau auf 60. Also er sticht, zieht den Buben, Pik-Bube, von uns jetzt mal Herz-Lusche, und je nachdem, in welcher Reihenfolge jetzt hier die Luschen dazugegeben werden, spielt der Alleinspieler jetzt noch seine Stehkarte Kreuz ab, um hier quasi die Abkommen rauszunehmen, oder eben nicht. Das ist tatsächlich aber gar nicht so entscheidend, ob er das tut oder nicht. Die Musik spielt hier in einer, an einer anderen Stelle, dass der Spieler hier in Vorhand hat, gleich die Entscheidung zu treffen. Nichtsdestotrotz können wir das ja mal einmal so rumspielen, dass er hier erst die Kreuz ab, noch rauszieht, wobei das natürlich dann auch wieder dem Spieler hier vor uns sehr viel verrät. Früher oder später muss er dann jedenfalls mit Pik antreten und ja, nun könnte der Spieler hier aus Mittelhand auch natürlich Karo Ass legen, aber dieser Volle ist ja nicht gefährdet, die Herz 10 ist ein gefährdeter Voller, den kann er also besser erstmal fallen lassen, das Karo Ass läuft ja nicht weg. Und jetzt sind wir an sich in der Situation, wo es am Tisch wohl ganz automatisch fast immer dazu kommen wird, dass der Spieler hier sieht, oh, Pik 8, 9 König ist in einer Hand. Und wenn der Alleinspieler schon damit andackelt, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass er sie in der Hand hält. Ich schnippel hier mit der Dame, ziehe das Ass hinterher, hinten kann schön buttern, ziehe die 10 hinterher, kriege den König, hinten kann schön buttern, alles richtig gemacht. Aber wo ist das Problem? Wir haben verdammt nur 59 Augen, das heißt, es war zwar ein Plan, aber es war noch nicht der beste Plan, zumindest noch keiner, der uns auf die Siegerstraße führt. Und deswegen schummeln wir jetzt hier mal ein bisschen, nehmen wieder Zug zurück, denn das hat ja jetzt nichts gebracht, und müssen uns eben was anderes einfallen lassen. Und hier kommt jetzt die Idee. Auf Pik, Lusche, Pik 10. Nehmen wir einfach mal doch das Ass raus. Jetzt dürfen wir natürlich nicht die 10 hinterherziehen, denn damit geben wir dann den Stich auf, machen nur noch diesen Stich, sondern müssen jetzt einen Zwischenzug spielen. Wichtig ist auch, nicht den Karo-König, dann kann der Alleinspieler einfach abschmeißen, so würde er machen, und ja, jetzt hängen wir hier wieder und kriegen die Augen nicht zusammen, sondern wir müssen jetzt den Zwischenzug mit dem Herz-König spielen. So, der Alleinspieler denkt sich, nee, da schmeiße ich nicht ab, dann kommt hinten Ladung und danach bin ich platt, sticht also ein, aber auch das hilft ihm nicht, denn jetzt hat er plötzlich ein Tempoproblem, wie es so schön heißt. Er hat keinen Buben mehr, kann deswegen Pik nicht direkt rausspielen, sondern muss seine letzte Stehkarte hinziehen, und da geben wir ihm jetzt natürlich nicht den Karo-König, sondern hier passiert jetzt quasi die Magie, hier sparen wir unser Auge, wir geben die Pik-Dame auf und werfen und halten dafür den Karo-König im Blatt,
und damit kommen wir jetzt mit dem Pik König noch genau auf 60 Augen. Warum gibt es jetzt hier nur einen Pokal? Gut, weil wir zwischendurch geschummelt haben, ein paar Mal Zug zurückgenommen haben. Wenn ihr das in einem Rutsch so durchspielt, dann gibt es auch beide Pokale und dann wird das Rätsel hier auch als gelöst markiert. Es ist also definitiv nicht unmöglich. Ja, dann hoffe ich mal, dass euch die kleine Analyse gefallen hat, dass ihr auch Spaß an diesen und den weiteren Rätseln habt. Was ihr hier auch sehen könnt, es kommen ja noch andere Brocken, die teilweise noch schwerer klassifiziert sind. Also echte Highlights, echte Hingucker von Skat-Koryphäen, wo ihr dann vielleicht auch mal sehen könnt, wie anspruchsvoll und wie komplex ist dieses Spiel wirklich. Das geht also sehr schnell, dass es hochgradig kompliziert und spannend wird. Ja, bleibt also am Ball, viel Spaß gerade auch mit der neuen Rätselpartie und wie immer wünsche ich euch zum Abschluss gut Blatt.